Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu Minimal Raider. Das ist quasi eine Hommage an Tomb Raider und läuft übrigens gerade mit weit über 150 FPS. Das mag ich doch mal, da freue ich mich doch mal, da kriege ich einen kleinen technischen Orgasmus zu Beginn dieses Videos hier. Wir gehen jetzt hier rein in so einen tollen Tempel und schauen uns so ein bisschen um und schnappen uns vielleicht irgendwas. Also ganz so klobig und kantig wie die Lara Croft der wirklich allerersten Teile. Ich habe ja auch ein, zwei Tomb Raider Videos gemacht, allerdings eher in... Ja, so jetzt nicht das konkrete Spiel, sondern ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ganz allein wohnt in diesem Haus, ey. Und nur ein einziger Mann kann sie wirklich befriedigen. Es ist Winston. Kann ich mich denn auch irgendwie rollen? Nee, sprinten kann ich nicht, aber ich kann... Mit X kann ich rollen, okay. Okay. Ah! Ist das laut? Das ist sehr laut. Das muss nicht sein. Und nochmal durch. Und jetzt mit C hier langsam an den Sachen vorbei. Bisher läuft das... Hier geht doch bestimmt auch nochmal was. Oder auch nicht. Okay, hier muss wieder gesprungen werden. Und zwar... Zieh dich hoch, Lara, zieh dich hoch. Wenn man hier halt runterfällt, das ist schon weit. Also die Sprungsteuerung, die fühlt sich nicht so gut an. Das mit dem Crouchen, mit dem Rollen ging eigentlich ganz anständig. Hier ist erstmal was, was man benutzen kann und... Leider sehe ich nicht genau, was sich jetzt wirklich benutzt hat. Eigentlich will ich mal kurz zumindest ausprobieren, was so passiert, wenn ich mich hier umbringen lasse. Von diesen tollen Sachen. Nicht viel! Jetzt kann ich dann hoffentlich mal weitergehen. Es ist zwar auch sehr langsam. Also Lara ist nicht nur grafisch hier so ein bisschen gedowngraded worden. Weil es ist ja eigentlich einfach nur ein anderer Stil. Sondern, man könnte auch sagen... ...dass Lara auch so ein bisschen... ...an Fitness verloren hat. Und bei jedem Sprung stirbt, der irgendwie ein bisschen zu weit ist. Ja! Ja, genau! Wo hältst du dich jetzt gerade genau fest? Willst du mir das vielleicht kurz mal irgendwie ausgiebig erklären? Das Mädchen. Das macht mich fertig, vor allem weil das hält sich nirgend fest. Stop it, please. Ja, das ist richtig. Und jetzt kannst du dich wieder droppen lassen. Und dann geht's auf den Weg zurück. Hier unten ist auch irgendwas. Hier unten ist ein Schatz. Asmael. Asmael, ich spüre einen Schatz, Asmael. Also sie hat wirklich ein großes... Das ist doch... Ich kann mich gar nicht mehr bewegen jetzt. Ich hänge jetzt in der Luft fest und kann mich offiziell nicht mehr bewegen. Also es ist ein tolles Talent, dass du da hast, in der Luft schweben zu können. Das haben bestimmt schon viele vor dir probiert, aber ich würde mich halt gerne auch weiter bewegen. Jetzt wollte ich hier was einsammeln, weil ich mir dachte, irgendwie so, ja geil. Das ist es. Und jetzt muss ich mir das anschauen, wie sie in der Luft schwebt, als würde sie gerade... Ihr wisst, was ich sagen will. Dass ich das jetzt echt nochmal machen muss. Das frustriert mich unfassbar. Minimal Raider! Es wäre trotzdem eine gute Serie. Andere gehen maximal an die Dinge ran. Doch sie... Sie... ist Minimal Raider. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schön, dass das jetzt hier zu so einem kleinen Bugfest wird. Ich bin begeistert. Ist ein bisschen hier so DJ-mäßig die Turntables. Chico, Chico. Ihr kennt meine DJ-Moves. Also erneut. Minimal Raider! Aber zum Glück darf ich jetzt so nochmal die Geräusche hören. Die habe ich halt auch wirklich vermisst. Ach, man aktiviert hier einfach nur diese Plattform und nachher springt man dann da hoch. Ich bin high und ich rodde tief. Also, ich ignoriere dieses grüne Lutschbonbon da unten mit dem Eukalyptus-Minzpastillengeschmack. Und hoffe, dass mich einfach ein größerer Schatz am Ende dieses Spiels erwarten wird. Nein! Oh, sie hat überlebt zumindest. Ich bin abgesprungen, statt auf X zu drücken. Das soll man natürlich eigentlich nicht.
So, reicht das jetzt von hier? Ich probiere einfach, ne? Ja, das ist echt irgendwie, die definiert Moonwalk. Moonwalk wird hier ganz neu definiert. Ja. Zumbra. Passgenaue Sprünge kann man hier aber wirklich irgendwie nicht so machen. Vor allem, weil sie von der Seite immer sonst wie abspringt. So. Das Problem ist halt echt, wenn man zu nah an eine Kante ranläuft, dann hängt sie sich direkt dran, anstatt irgendwie anständig abzuspringen. Hier, wenn ich so vorlauf, wups, da macht sie erstmal so eine wunderschöne Drehung. Ich muss aber zumindest da hinten wirklich nah an die Kante ran, so sieht es zumindest aus. Sonst kommt die da doch gar nicht hoch. Ach doch, ich habe sie unterschätzt. Und wenn man dann die Leertaste drückt, während sie da dran hängt, dann springt sie nämlich direkt ab. Und das macht ja auch keinen Sinn. So. Habe ich geschafft jetzt. Wenigstens gibt es Checkpoints. Also wenn halt das Spiel nicht komplett irgendwie bis sonst wohin rumwagt. Oh, es geht sogar noch weiter mit richtig fetten Dingern hier, die ich erstmal reinspringe, weil das... Das wollte ich halt so machen. So. Dann bitte einmal springen. Und dann hoch. Und dann wieder Konzentration. Soos! Aber oh, die sind wirklich schnell. Da hilft auch kein Soos. Vielleicht kann ich aber auch unten durchcrouchen und habe das noch nicht ausprobiert, zu Genüge. Soos! Okay, letzte. Soos! Ja, das hat sich richtig gesoost. Hat sich ausgesoost. Ey, wenn ich jetzt hier nochmal irgendwo hängen bleib, stell euch das mal vor, ey. Alle, sie fängt... Imagine. Sie fängt hier schon wieder an, so ein bisschen... sonst was zu tun. Wenn sie doch einfach nur hier hochspringen soll. Gibt's hier noch irgendwas anderes zu erledigen? Ach, guck mal, hier oben sieht sie auch richtig schön aus nochmal. Es ist ja eine längst verlassene Ruine. Ach komm, ach komm. Doch nicht bitte immer... Man muss sich nicht jede Kante herunterfallen lassen, die man sieht. Im Leben. Nehme ich mir jetzt. Hallo? Jetzt bin ich unten. Das kann schon mal passieren. Da gibt es aber auch schlimmere Fallen. Oh, zum Beispiel so. Ey, das ist ja... Das wird ja noch richtig gut jetzt hier. Schön... Oh. Ich war eigentlich schnell genug, aber ich habe mich nochmal umgedreht für euch. Das war nicht richtig. Hier soll ich nämlich einfach rein. Und dann rollt das vorbei. Haha. Dann kann ich dir nämlich nachlaufen. Jetzt bin ich quasi diejenige, die den Stein verfolgt. Übrigens auch der neue offizielle Untertitel fürs nächste Tomb Raider. Diejenige, die den Stein verfolgt. Top Secret. The One Who Follows the Stone. Wird der Untertitel vom nächsten Tomb Raider. Geheime Infos hier mal wieder. Geheime Infos auf meinem Kanal. Leaks. The Leak Zone. Jetzt muss ich hier nur wieder runterkommen, ohne irgendwie drauf zu gehen, denke ich mal. Ach, okay, da, guck mal, hier war auch eigentlich... Hier ist der Ausgang. Hier kann man sich fallen lassen. Einfach fallen lassen. Du hast das Oh, was ist da mit deinem, mit meinem linken... was war... Geht das nochmal? Nee, ja, haben wir mal kurz gesehen, ein bisschen Disco. Da hat der linke Arm ein bisschen Disco gemacht. Party, Party. Das wird natürlich auch gemacht, nachdem man hier sowas gefunden hat. Das haut die doch direkt wieder... Muss man mal ganz ehrlich sagen, das haut die Lehrer doch direkt wieder auf den Tisch. Da wird wieder in den Club gegangen und sich sonst was angeschaut. Ich seh's. Kannst du nicht abspringen einfach? Yo! Toll. Und jetzt zurück ins Auto und ab nach Hause. Ist Mittag. Schön, dass das Auto angeht, man aber sieht, wie sie offensichtlich immer noch nebendran steht. Stark. Das war... wir sind Tomb Raided. Je.